Hallo und herzlich willkommen bei tariftipp.de. Heute mit einem kurzen Video zum Thema Handyvergleich. Wir bekommen regelmäßig von euch Anfragen zum Thema, welches Handy ist besser. Meistens habt ihr ja schon zwei, drei Handys in der näheren Auswahl und seid euch jetzt nicht ganz so sicher, welches Handy ihr euch kaufen wollt. Dazu haben wir auf tariftipp.de eine Vergleichsfunktion eingebaut. Die könnt ihr relativ einfach erreichen, indem ihr hier auf tariftipp.de auf den Menüpunkt Handys und Tablets klickt, dann dort auf Bestenliste Handys. Die Bestenliste kennt ihr vielleicht schon. Das ist eine Liste all unserer getesteten Handys, die ihr hier oben einschränken könnt. Und neu hinzugekommen ist eben eine Vergleichsfunktion. Ich mache das mal anhand eines konkreten Beispiels. Also angenommen, ihr möchtet ein Android-Handy haben, was maximal, nehmen wir mal 350 Euro kosten soll, WLAN an Bord hat und mindestens 4,3 Zoll großes Display. Klickt dann hier auf Anzeigen, dann werden halt die angezeigten Handys hier unten weiter eingeschränkt. Jetzt schnappe ich mir mal die ersten drei Handys, kreuze die hier an und klicke dann auf diesen Link, ausgewählte Handys vergleichen. So, jetzt geht ein extra Fenster auf und genau darum geht es. In diesem Fenster haben wir halt diese drei ausgewählten Handys gegenübergestellt und vergleichen die aus unserer Sicht wichtigsten Kategorien. Ihr findet hier auch nochmal die Pros und Cons aus unseren Hands-on-Tests. Ja, zu guter Letzt findet ihr halt noch eine Bewertung. Da kann man halt sehen, in diesem Falle das Samsung Galaxy S3 hat halt 22 Kategorien von diesen hier gewonnen, 6 verloren und bei 3 war es im Mittelfeld und beim Sony Xperia T und beim Motorola Razr Eye seht ihr die entsprechenden Zahlen. Ja, es lohnt sich natürlich noch ein bisschen genauer hinzugucken, wer welche Kategorie gewonnen hat. Oft ist es eben so, dass die Handys zum Beispiel hier beim Thema MicroSD-Karte maximal gleiche Werte haben. Aber wichtig ist natürlich für euch, dass ihr euch die für euch relevanten Themen rauspickt, beispielsweise die Displaygröße. Wir hoffen, dass ihr mit diesem Tool halt eure Auswahl für euer Lieblingshandy schneller und besser nutzen könnt. Und ja, wünschen euch viel Spaß mit dieser neuen Funktionen auf tariftipp.de. Bis bald. Tschüss.